Hallo und willkommen zur vierten und damit schon leider vorletzten Lektion deines Pflanzen-Grow-Kurses. In den letzten Lektionen vom Pflanzen-Crash-Kurs und von diesem Kurs hast du schon ganz viel über die Pflege deiner Pflanzen gelernt. Du weißt also, an welchem Standort sich deine Pflanze besonders wohl fühlt und wie du sie jetzt düngen kannst, damit sie auch immer schön grün bleibt. Aber das Wichtigste ist natürlich, du hast verstanden, wie du sie am besten gießen kannst. Aber was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass wir sogar Pflanzen haben, die noch einfacher sind zu gießen? Ich denke, du willst sie bestimmt kennenlernen. Und vielleicht hast du sie auch schon mal entdeckt. Denn in manchen Büros oder Arztpraxen stehen so Pflanzen rum, wo so kleine Kügelchen drauf sind. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wofür die überhaupt da sind. Tja, dann hast du sie tatsächlich schon entdeckt, denn das sind Hydropflanzen. Hydropflanzen gibt es wie alle anderen Zimmerpflanzen auch in verschiedenen Sorten und in verschiedenen Größen. Also genau wie diese hier zum Beispiel. Und diese Hydropflanzen haben eins gemeinsam, denn sie wachsen nicht in Erde, sondern in kleinen Blähtonkügelchen. Die Wurzeln sind also Wasserwurzeln und die Pflanzen können sich dann selbstständig über ein Wasserreservoir in ihrem Obertopf selbstständig mit Wasser versorgen. Und somit sind sie also super pflegeleicht. Dafür hast du an der Seite des Topfes einen Wasserstandsanzeiger, der dir immer sagt, wann du das Wasserreservoir wieder mit Wasser auffüllen musst, damit deine Pflanze genug Wasser zur Verfügung hat. Wenn du also auch mal ein paar Tage weg bist, musst du dir keine Gedanken um deine Hydropflanzen machen, denn sie sind gut versorgt. Da sich Hydropflanzen über das Wasser mit Nährstoffen versorgen, müsstest du sie die ganze Zeit über düngen. Aber auch das Problem haben wir ganz einfach gelöst. Denn wenn du bei uns Hydropflanzen bestellst, bekommst du so einen kleinen Düngebeutel mitgeliefert, der aussieht wie ein Teebeutel. Den legst du einfach unter deine Pflanze in den Übertopf rein in das Wasser und so kann sich deine Pflanze die ganze Zeit selbstständig auch mit genügend Nährstoffen versorgen. Danach gießt du einfach wie jede andere Zimmerpflanze auch mit normalem Flüssigdünger weiter. So einfach ist es. Eine Besonderheit haben sie noch, denn Pflanzen sind außerdem ein Geheimtipp für Allergiker. Denn die Blähtonkügelchen lassen kein Eigenleben zu, sodass sie Schimmelbakterien erst gar nicht vermehren können. Wenn du also schon mal Probleme hattest mit Zimmerpflanzen, Erde und Schimmel oder jemanden kennt, der damit Probleme hat, dann sind diese Pflanzen auf jeden Fall perfekt für dich geeignet oder für diese Person. Die Hydropflanzen sind also wahre Goldschätze und doch kennt sie fast keiner. Wir hoffen, dass wir das heute bei dir ändern konnten und du auch mit dem richtig coolen Pflanzenhype angesteckt bist. Wenn du noch Fragen haben solltest, wie das mit Hydropflanzen funktioniert oder auch einfach mehr darüber wissen möchtest, dann schreib uns einfach hier in die Kommentare oder antworte uns einfach auf die Mail. Wir freuen uns auf deine Fragen. Also überzeug dich jetzt einfach selbst von den Hydropflanzen und bestell dir direkt eine und probier es selber aus. Wir sagen dir, wenn du einmal damit angefangen hast, kannst du nicht mehr aufhören. Und das war's auch schon mit deiner vorletzten Lektion des Pflanzen-Grow-Kurses. Zum Höhepunkt des letzten Kurses haben wir aber noch das allercoolste Thema. Und zwar geht es da auch um mein Lieblingsthema, Ableger machen. Ich freue mich also, dich in dem nächsten Video wiederzusehen.